Ah, können, warte mal, können wir hier das Licht anmachen? Ja. Was ist das alles? This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Okay. I wonder if Chloe is taking those pills. I hope she's okay. Fluoxetin-Tabletten, USP, 10 Milligramm rezeptpflichtig an den Apotheker. Bitte mit Beipackzettel ausgeben, 100 Tabletten. Okay. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. Haarfärbemittel. Knatscheblau. Ich glaube, das war's hier, ne? Mehr können wir uns hier gerade nicht anschauen. Oh nein, wir machen das Licht aus. Wir sind ganz ordentlich. Wir machen das Licht aus. So. Moment, da... Was steht da drauf? Wrong way, okay. Da geht's zurück zu Chloe. Was haben wir hier noch? You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Bücher. These books have not been touched since the last decade. I see why. This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Oh Gott. 15 kids in the backyard drink. Oh nein. They tell me stories of the sea. Oh shit. Poor thing. I bet I could do something to save it. Fenster ist ja jetzt offen. So, wenn wir es jetzt aufmachen. Puh. Haben wir das Leben des Vogels gerettet und jetzt ist er hier. Ja, toll. Hi. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Ja, mir ist auch schon mal so ein Vogel ins Wohnzimmer geflogen. Das war vielleicht ein Theater, den wieder rauszukriegen. Joyce still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Ja, das ist eine gute Zeit. Life is Strange ist schon cool, aber nichts geht über Final Fantasy. Fluoxetin ist ein Mittel gegen Depressionen, so als nice to know. Ah, okay, danke. Das wusste ich nicht. Der arme Vogel. Ja, wir haben ihn ja jetzt gerettet, Makui. Alles gut. Jetzt lebt er wieder. Jetzt ist er halt nur hier in der Wohnung. Ich hoffe, er kommt hier auch irgendwie wieder selbstständig raus. Ich lasse das Fenster einfach offen. Moment. Ah, ich wollte mir die noch angucken. Jetzt. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Act, react or die. A 21st century survival. Was war das? Da hat sich das Spiel einfach mal selbstständig minimiert. Merkwürdig. Wow, Apocalypse Self-Help. Wenigstens ist es nicht abgestürzt. Dog Tags, sweet. David Mattson. Ex-Militär also. David Mattson ist der Security-Mann. Das heißt, der Security-Mann ist der neue... Ach nee, ich wollte es ja offen lassen. Der neue Stiefvater von Chloe. Schön. Was können wir uns hier noch anschauen? Schublade. Irgendwie kommt man sich so ein bisschen schäbig vor, wenn man sich alles anguckt. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. San Francisco Urlaub mit William und Chloe. Ach, die ist schwanger da auf dem Bild. Ach, guck mal. Irgendwie sieht der junge Mann ein bisschen wie Warren aus. Joyce always loved her mail order catalogs of useless crap. Okay.
Vogelfoto brauche ich auch noch. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber hier, den kann ich anscheinend nicht fotografieren. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er das ist. Aber den kann ich mir nur anschauen. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Meine Katze hat mal einen unter meinem Bett. Einen unter meinem Bett. Gescheut. Du hattest dann Katzen. Du hattest dann einen Vogel unterm Bett? Hat es die Tour denn überlebt? Oder. War deine Katze danach eine glückliche, satte Katze? Um es mal so zu sagen. So, wir müssen ja runter in die Garage, ne? Post. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Ihre Abrechnung ist beigefügt, dringend. Elektrizitätsrechnung enthalten, überfällig. Oh oh, Mahnung. Das ist nicht gut. Eine Mahnung ist nicht gut. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Oh, das sind aber echt schöne Bilder. Der Vogel hat überlebt zum Glück, aber ich war ziemlich irritiert nach dem Aufstehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, jetzt wissen wir es. Also, der Vogel kommt irgendwann später. Alles klar. Die Bilder gefallen mir echt gut. Die sind schön gemacht. Ich mag die Grafik auch total. Wir haben eine SMS von Kate erhalten. Bis dann. Danke nochmal für deine Hilfe, Max. Kein Plan, kein Problem. Der Typ ist ein Arschloch. Okay. Schön, dass wir gerade im Haus vom Arschloch sind. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Irgendwie ist der aber nicht so ganz in Ordnung, der Fernseher, ne? Joy still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Okay. Müsli, Milch, Erdnuss, Butter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen, Toilettenpapier. Der Einkaufszettel. Was haben wir hier für Magazine? Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Ein Kochmagazin. Achso, nee, Moment, wir konnten noch lesen, was draufsteht. Yum, that looks tasty. Foodcard, Monatsblatt, heiße Reifen, Holzofen, Pizzawagen. Okay. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. Okay, das Piratenschiff. Ich kann mich noch erinnern, als Kind hat man da mal dieses Spiel gespielt, der Fußboden ist Lava. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Und das Oberbild auf dem Schulcampus, die Statue in der Mitte. Ich bewege mich hart am Spoilerrand. Psst, ja, ich sag mal so, die Tipps zu den Fotos geben ist in Ordnung, weil die suche ich ja tatsächlich und die habe ich ja beim ersten Durchspielen, habe ich ja, glaube ich, sogar fast alle übersehen. Ich hatte pro Kapitel vielleicht so 2, 3 Stück, wenn es hochkommt. Also ich sag mal, ne, wenn es um die Fotos geht, das ist okay. Nur halt bitte die Story an sich nicht spoilern, das wäre nett. Ich kenne zwar die Story eigentlich schon und ich meine mich an den Großteil auch zu erinnern, aber viele, die auch zuschauen jetzt, die kennen die Story halt noch nicht und das ist ein bisschen blöd, wenn man dann ein bisschen erzählt, was schon halt in der Zukunft passiert. Aber, kann ich jetzt nicht mehr? Fototipps sind okay, wenn es die Story nicht betrifft, sagen wir es einfach so. Weil die Fotos sind ja quasi Sammelobjekte, nur bitte halt über die Story nichts verraten. So, was können wir noch machen? Wir können hier auch rausgehen. Brr, I can feel autumn pushing out the summer. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Sieht nicht aus, als wären die hier oft im Garten, ne?
We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. Oh Gott. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Aber immer noch schön. Und die haben es tatsächlich aufbewahrt, die ganzen Jahre über. Da ist die Schaukel. Oh, I loved this swing. William made it just for me and Chloe. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. Ach, dieses Spiel. Also, dieses Spiel ist echt was fürs Herz, ne? Was haben wir hier noch? Hier stehen noch leere Bierflaschen. Ich nehme an, das sind Bierflaschen. Ja, sonst ist hier nicht mehr viel. Dann gehen wir mal wieder rein. Oh, Moment, hier steht ein Travel Money, ein Glas, wo Geld gespart wird. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Oh, der Fernseher nervt mich ein bisschen. Wir machen den mal gerade aus. Der ist ja nur am Rauschen. So, ich glaube, dann haben wir uns hier. Oh ne, Moment, da geht's noch rüber. Haben wir uns das Foto da angeguckt? Ja, das haben wir uns angeguckt. I should be able to find the tools I need here. Ach, hier geht's direkt in die Garage. Okay. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Anscheinend sehr. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've gotta be shitting me. Blackwell Academy Sicherheit David Madsen, ja. Das haben wir eben schon festgestellt. Und, ja, Ex-Army. Okay. Wow, ja, schön. Hast du so einen Waffenschrank hier rumstehen? Mit wie viel Waffen bitte? 5 Pistolen und ein Gewehr. Und eine Pistole fehlt, ganz offensichtlich. Das ist. One of these guns is missing. Beunruhigend. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Zutrauen würde ich es ihm, wenn er schon so die Krise kriegt mit den Kameras. Yes, score. Oh, da oben ist Werkzeug. Boom, precision screwdrivers. Except I can't read. That does not look stable. Tja, dann gucken wir doch mal. Vielleicht fällt es dann ja runter. Komm schon. Jawohl. That was very smart, dumbass. No can reach. Dann müssen wir da noch irgendwie. Ach, guck mal. Das ist doch dann einfach. Packen wir den Karton da drunter. Und wiederholen das Spiel nochmal. Und. Jetzt sollten wir ja eigentlich einfach den Karton rausziehen können mit dem Werkzeug. Yes, you have mad skills, Max. Aber wir gucken uns natürlich erst noch fertig um. I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks.
Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Achso, ja, ich sag mal, Nicole, du hast ja jetzt nichts über die Story verraten mit dem Bild. Was ist das denn alles? Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Blackwell Academy, Platzierung der Kameras. Ach, da sehen wir das dann schon. Das heißt, es wären, wenn ich das richtig sehe, da vorne wären es 1, 2, 3, 4 alleine oder 5 alleine am Schulhof. Eine am Parkplatz. Das ist aber wenig, oder? Eine am Parkplatz. Das da hinten, ist das das Schwimmbad? Kann das sein? Da wären auch nochmal 2. Am Schwimmbad finde ich ja schon grenzwertig. Dann haben wir innerhalb, dann haben wir im Schulflur quasi eine, also da, wo die Kreuzung ist, im Schulgebäude haben wir eine Kamera. In 2 Räumen anscheinend oder in der Rückseite des Gebäudes. Bei dem Durchgang noch und bei den Schlafheimen hätten wir ganz vorne einen. Und so wie es aussieht, auch im Gebäude auf dem Flur. Nee, Moment. Oh, das ist das Badezimmer. Das wäre aber hardcore. Das wäre aber hardcore, wenn es das Badezimmer ist nach Map. Also ganz schön viele Kameras, die der David Madsen da aufhängen will. Ja, aber ich wollte ja mitraten, wo die Fotos gemacht werden. Okay. Ja, gut, es ist ja nur noch eins. Should I switch the song? Decisions, decisions. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Ob das Chloe die Mutter and Joyce weiß? Even know about this? Garage, da wo wir auch gerade stehen. Wohnzimmer. Garten. Einfahrt vorne am, oder Eingang vom Haus. Oben der Flur. Aber immer nicht Chloes Zimmer. Aber das eigene Schlafzimmer, das ist aber auch hart. Wenn die Frau das nicht weiß, ist das echt hart. Was haben wir hier noch? This must belong to Chloe's stepdad. Mach mir hier kein schlechtes Gewissen. No password. Like it would help me find tools anyway. Tja. Passwort haben wir jetzt natürlich nicht, ne? Können wir uns hier noch irgendwas angucken? Da ist noch ein Schrank. Essen? Warum hat man in der Garage das Essen stehen? I wonder what's in those files up there. Shit! Butterfingers! Das müssen wir schon mal rückgängig machen. Da ist ein Ölfleck. Können wir das irgendwie... können wir vielleicht den Karton auf den Ölfleck legen? Nee. Mist. Mist. Ich weiß nicht, wie wir die da runterkriegen, ohne sie zu bemanschen. Ich fürchte, hier ist sonst nichts, oder? Oh, hier ist noch ganz viel Essen. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Hat so ein bisschen was hier von Survival-Hortung, ne? So Leute, die auch einen eigenen Bunker haben, wo sie quasi auf Vorrat schon mal Essen horten für den Fall, dass die Welt untergeht. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Nee, wir können hier sonst nichts machen. Oh, hi. Poor little dear. It's not enough to kill you, they have to display your head. Ich weiß auch gar nicht, wo sollen wir denn jetzt hier reparieren? Haben wir irgendwo noch so eine Werkbank, wo wir uns dran stellen können? Oder wir müssen das mit hochnehmen. Das mit den Akten ärgert mich. Die hätte ich mir jetzt eigentlich gerne angeschaut.
Aber die plumpsen ja dann jedes Mal ins Öl. Vielleicht können wir das zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann gehen wir jetzt... Oh, Moment, der Anrufbeantworter. I love that they have the same old answering machine. And there's a message. Chloe, if you're listening, Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered... Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. I love that they have the same old answering machine. Hm. And there's a message. Wer war denn das auf dem AB? Hm, man weiß es nicht so genau. So, wir gehen jetzt erstmal wieder hoch. Und bei Chloe rein. Hinüber. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Wir sagen ihr die Wahrheit. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Ich war mir nicht sicher oder gar nicht. Eigentlich hat sie sie ja gar nicht erkannt. Sie hat gesagt, Punkerin. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Ja, ein bisschen. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Like who? Nein, like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Okay. This day couldn't get any stranger. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off, turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit?
Dude, the music's not even on! Uh-oh. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe. I'm coming. What are you doing? Okay. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Please. 1 second. My... Zurück. I'm changing. Give me a minute. Don't Ach, get smart. Schon. Just weg. Let me in. Now. Please. 1 second. My bra is stuck. Up in your I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Okay, wir haben mal wieder die Wahl. Wir können feige sein und versteckt bleiben oder wir greifen ein. Ich spiele mal wieder beide Möglichkeiten durch. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr tun würdet. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? My bra is stuck! Lampe haben wir jetzt schon wegbewegt, ne? Dann gehen wir wieder in den Schrank zurück. So, Diskussion. Und wir greifen mal ein. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down! Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe.
I have to think about my own future. Beides nicht optimal gelaufen. Entweder nicht für Chloe oder nicht für uns. Aber ich würde sagen, wir bleiben dabei, dass wir eingreifen.